Und weiter geht's mit unserer Mission in dem Haus und der Suche nach dem Aktenkoffer. Es wird doch etwas länger geworden, als ich gedacht habe, und deswegen haben wir jetzt zwei Parts draus gemacht. Aber wir wollen uns ja auch Zeit lassen. Und immerhin haben wir einen Hinweis gefunden. Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich! Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Aber er kommt doch gleich rauf. Oh Gott. Weil ich bin im Kinderzimmer. Ada? Ada, was ist passiert? Kraus hat dich bemerkt. Wieso das denn? Ach Gott, hat er jetzt seine Frau da gefunden oder was? Wisst ihr was? Ich lasse die Frau jetzt leben. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Feuer. Ja, das ist meine Nummer, aber ich fürchte, sie haben sich... Ihre Freundin ist definitiv... Der Rote Oktober ist weiterhin eingesammelt. Sie wird stundenlang schlafen. Räum auf. Ja. Ich räume gerne auf. Die Frage ist, wohin räume ich den Körper auf? Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich finde meine Decke nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Papa, kommst du? Vielleicht habe ich hier gute Frau. Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich. Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Aber wie viel Zimmer hat der gute Mann? Der kommt rauf. Er war aber unten nicht. Ada? Ich werde die Frau hier. Wie sieht's denn aus? Die Frau kann doch nicht mein Ziel sein. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Ich mach mal hier die Tür zu. Das Ganze mit Schwarzlicht mal angucken. Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Tja. Aha. Hier haben wir ein paar Handabdrücke. Papa, bist du das? Nein. Was ist denn jetzt los? Ich interagiere und es passiert nichts. Aha, hier ist ja auch noch was. Ja, vielleicht habe ich das Kind damit weggeräumt. Warte, macht mich nicht schwach. Das ist in der Tat hier drin.
Immerhin haben wir die Frau gut getarnt. Aber hier ist nichts. Leute, ich habe keine Ahnung. Zum Hänger sein komischer Alpenkoffer ist. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kann ich hier auch interagieren. Ah, okay, hier läuft ein Timer runter. Das heißt, wenn ich den Timer aktiviere, dann drücke dann eine Schranke auf. Dann komme ich hier rein. Guck mal da. Der Typ ist ein Genie. Ich kann dich nicht mehr sehen. Ich bin noch in der letzten Dunkelkammer. Warum hat man mir mein Licht geklaut? Hier ist doch ein Aktenkoffer, oder nicht? Ich kann aber auch nicht mehr meine Schwarzlicht anmachen. Aber was? Erstmal Licht anmachen hier. Ah, okay. Platziere den Peilsender. Wo soll ich den Peilsender? Ach, hier ist ein Aktenkoffer. Ja, guck mal da. Denn jetzt Hilfe, Alter? Seid ihr des Wahnsinns? Hilfe! Ach Gott, hier ist eine Frau. Hilfe! Ja, da hat der Kraus uns aber einen Streich gespielt hier. Gott sei Dank ist der Peilsender drin. Ich hoffe, er hat es nicht mitbekommen. Aber einfach so Frauen im Schrank gefangen halten, ist auch nicht die feine englische Art. Aber gut, wir waren in Berlin, ne? Sie haben zugelassen, dass er in Ihre Wohnung eindringt. Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Aber ich habe ihn hergebracht. Das macht es deutlich weniger unangenehm für Sie. Perseus sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Und Greta Keller haben wir auch. Ihr Kollege hat sie verpfiffen. Du feiges Stück Scheiße! Tut mir leid, Greta. Der KGB hat tiefere Taschen. Alter, die haben ja echt alles gefunden. Endlich. Hoffentlich kommen wir aus der Nummer nochmal lebend raus. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Oh, Falkauf. Nett, dich zu sehen. Deine Fragen sind mir echt egal. Zu deinem großen Pech scheinen deine Freunde leider noch andere Pläne zu haben. Ich könnte dich ganz ruhig, Freund. Aber du bist beschädigt. Oh, da oben. Rettung naht. Nur das Grab kann einen Buckligen heilen. Ja, stört der Gott. Tja, wer stört meine Freunde? Mitmischen. Ach, ein bekanntes Gesicht. Ich helfe ihr und sichere den Koffer. Schnapp Volkov. Gerne, mein. Smadriu! Oh. Ich bin gerade gesprungen, weil eine Nate hinter mir war. Ich hätte sie auch einfach zurückschleudern können, aber ich spring halt gerne in Nates. Okay, dann müssen wir nochmal vorbringen. Ich treffe auch hier die linke Seite viel besser als die rechte. Ich kann das gut erkennen.
voll mit euch. Ich rücke vor! Aufheben. Wenn ich die nehme? Aha. Hallo. So, hier sind. Dann wollen wir dich mal ergreifen, mein Freund. Endlich. Bell, im Namen des MI6. Danke. Volkov gehört uns. Nichts mehr zu danken. Als er verdient. Jetzt nichts wie raus aus Ost-Berlin. Schöne Mission. Vor allen Dingen lange Mission. Das Volkovs hat jetzt Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang. Aber sicher doch. So, das war's wieder für heute. Weiter geht's morgen. Ich freue mich drauf.